Willkommen, Freunde, zur Perception Wahrnehmung. Ein Spiel, wo wir eine blinde Person spielen, die mit Hilfe eines Stockes versucht, Dinge zu erkunden in einem Art Geisterhaus. Aber ich will nicht zu viel spoilern. Wir spielen jetzt die Story und schauen mal, wie euch und mir das gefällt und wie weit wir kommen. Basiert auf wahren Begebenheiten, okay. You learn who to trust. Creepy Cassie! Never gonna find out. Cassie can't see. You learn what to trust. Focus, Cassie. What's this sound? A fan. Good. Now. sie muss jetzt erraten, was das für Gegenstände sind. Cassie, sounds are how we see. Listen. Tap your cane. It's a coffee mug. Ja, da ist der Stock, von dem ich vorhin berichtet habe. Where you are without sight, it does not mean you cannot see. And most importantly, you learn to trust yourself. Even if that means hopping on the first flight to Boston to find the mansion from your nightmares. I don't know why I've been having these dreams for months now, and I certainly don't know what's waiting for me at Echo Bluff. Ich muss sagen, das ist schon eine nice Sicht hier irgendwie, ne? Das Blaue. So I'm trusting myself to get to the bottom of it. Könnte man mal einen Wettbewerb machen, wer mit am wenigsten Klopfen durchkommt durchs Spiel. So, wir sind jetzt angekommen. Hello? Sie an unserem Haus. Look, considering you're boarding and I'm at the door, we're both past the point of no return. I'm tired of being told what I can't do. I want answers. I want sleep. I want my life back. Das ist eine ganz geile Idee, wenn man sieht, wie sie den Windhauch auch spürt und den visualisiert. War gar nicht schlecht gemacht. Hello? Klopf, 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 klopf. I know nobody's there, but I'm just doing my due diligence. Ja. Ist ja auch eine Art Geisterhaus. Warum sollte da auch wer zu Hause sein? Wäre ja der ganze Gruselfaktor weg. Kapitel 1, das Seil. Okay. So, schauen wir mal. In my dreams, I always see a rope, a ticket, an apple and an axe. Okay. Maybe start there. Ich mag ja diese Adventure. Ich habe da auch kein Problem vor dem Gruselfaktor. Es sei denn, es ist so wie bei Moons of Darkness, dass man die ganze Zeit dermaßen getriggert wird, dass man überhaupt nicht klarkommt. Und was ich auch nicht mag, ist in diesen Spielen, dass man halt ständig fliehen muss und sich in irgendeinen Schrank verstecken oder so. Das ist nicht so meins. So. Aber bis jetzt geht es ja noch ziemlich moderat weiter. Aber hier kann man auch die Türen schließen. So, was wir auf jeden Fall finden müssen, ist das Seil. Ah. Deep breaths, Cassie. You're here for a reason. Super. Dann müssen wir mal hier durch wahrscheinlich, ne? Oder kommen wir von da? Nee, das zu. Vermute mal, dass wir hier lang müssen. Oh, was ist das? Dearest Richard. Ah. Happy anniversary, my love. Alles klar, alles Gute zum Geburtstag. New house, new baby on the way. Ach nee, 10 anniversary. 10 Jahre. Genau, 10 Jahre zusammen. Felicia. What was that? A memory? Ja, eine Erinnerung.
Oh. Jetzt geht da schon die Tür auf. Na hurra. Im wahren Leben wären wir wahrscheinlich schon wieder gelaufen. Aber wir haben ja keine Chance. Wir müssen auch da, wo die Türen aufgehen, wo man offensichtlich weiß, dass es ein Problem gibt mit irgendwelchen Geistern, die der Meinung sind, müssten uns ärgern, haben wir nur die Möglichkeit, dorthin zu gehen. So. Hier ist die Tür zu. Oder geht die jetzt auf? Nee. Vielleicht nach dem Abspielen. Kann man die Tür nur schließen? Ach, hier. Hier ist irgendwie noch eine Art Treppenhaus, ne? Eine Treppe, ja. Sehenswürdigkeiten und Erinnerungen erscheinen grün. Okay. What was that? Ah, mit Steuerung können wir den sechsten Sinn das nächste Ziel setzen. Dann müssen wir hier wahrscheinlich durch, vermute ich mal. Nö. Ah, dann geht's hier lang. Das ist eine Art Kinderbett, oder? Ach, Mann. Das ist so. Also, man kann ja vieles machen, aber wenn man Geist ist und das Einzige, was man irgendwie macht, ist Türen zuschlagen. Hello? Das ist viel ein bisschen langweilig, also erschreckt man sich nicht mehr. Das mit dem Bett ist eine ganz coole Aktion hier. Da zieht wer dran, aber über keine Möglichkeit, das zu stoppen, weil der ja blockiert... Das Bett blockiert ja auch eine Tür und wir müssen da wahrscheinlich durch. Oh. Hey. Das war schon etwas gruseliger. Da hat uns doch einer die Beine weggezogen. Ach, das ist eine Erinnerung, die jetzt kommt. Belongs to St. Joseph's, not to Cassie Thornton. Put it back. Oh, eine Spieluhr. I need the music box to help me fall asleep. It's a new house. I'm scared to go. Ah, sie hat sich Angst. Sie hat Angst, sich in diesem neuen Haus zu bewegen. I love this song. Das muss auch blöd sein, wenn man blind ist, ey. Okay. Das ist echt scheiße. Okay. Immer in der Dunkelheit zu leben, ey, das muss doch so eine Angst auslösen. Ah. Wir sind wieder raus. Ja. Sie schwelgt sehr in Erinnerung. Aber okay, ist auch alles sehr traumatisch für sie. Oh, da ist das Seil. Oh. Was war das denn? I don't understand. This is the rope. The same damn rope for my dreams. What the hell does it mean? Damn. Guess I suppose I've always loved. Wish I left that one buried in the backyard. Oh, ein Geist mit Stimmveränderung. Na, sehr nice. That was not an echo. I always loved this agate's healing properties, but last week when I had a stomach ache, I went. Okay. Ich dachte, wir können mit dem Stein irgendwas auslösen. So, aber ich glaube. Wo kam denn diese Stimme her? Hier war das doch, oder? Oh, hier ist eine Truhe. Die ist auch grün.
Du musst dich nicht verstecken, okay. Das Entschuldigung, das ist übrigens das, was ich meine. Dieses, dass man sich in irgendwelchen Truhen verstecken muss vor irgendwelchen Geistern, damit man nicht erwischt wird. Oh, ich finde das so schrecklich. Dann lieber, mal ein bisschen irgendwas abspielen, schießen oder wie auch immer. Wenn nicht abspielen, also auf den Geist schießen oder whatever, so Resident Evil mäßig. Weil nur zu verstecken hat immer so eine gewisse Hilflosigkeit. Ach, da unten können wir wieder hin. Also der Hinweis ist ja der siebte Sinn. Wenn es nach ihrem siebten Sinn geht, dann müssten wir theoretisch die Treppe wieder runter. Mal gucken, wo es hier überhaupt runter geht. Ist jetzt zu. Hier haben wir ja aufgemacht. Und eine erneute Erinnerung. Tossing and turning. I used to sleep on my belly before I got pregnant. Now I. Okay. Was ist hier noch? What the pregnancy manuals don't prepare you for is that first kick. Okay, auch nur Erinnerungen. Ah, hier kann man sich dann auch verstecken. So, bei den Aktionen bin ich auch immer sehr schlecht, muss ich sagen. Das kann denn sogar sein, dass wir die Szene mehrmals spielen müssen, weil ich einfach zu doof bin zum Verstecken. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir die Tür finden zum Treppenhaus, dass wir runter können. Ah, hier was. Hier geht's runter. Sehr gut. So. Hier ist der siebte Sinn, da kommen wir nicht lang. Aber... Ah, hier geht's lang. Ist doch der Anfang wieder, oder? Was that tree in my dreams and I just forgot. Okay. Wir gehen mal einfach das Fenster zu, na hurra. What the hell? Who's here? Ach, hier kann man sich wahrscheinlich dann auch verstecken. Oder hustet wer? Sich nach Raucherhusten an. Oh, immer diese Türen knallen. Wer hustet denn hier? Honey, can you grab the pills you prescribed me for morning sickness? I left my purse in the car. Oh, hier geht's noch weiter runter. Sure, I'll grab them. Jesus. Haben wir hier eigentlich schon drin? Ist der Kamin? Küche doch, hier waren wir schon. Okay. Wir gehen jetzt erstmal runter. Oh, hier steht alles voll. Hier kommen wir gar nicht weiter. Das ist ja nicht schön. Okay, dann gehen wir wieder nach oben. Die Tür geht immer noch nicht auf. Die Tür geht doch nicht auf.
So, wir müssen aber... Ach, hier. Gibt's irgendeinen siebten Sinn, der sagt... Das ist ein Fleck an der Wand, ne? Ah, okay. Jetzt kommen wir da draußen. Eieiei, was für eine Atmosphäre. Ja, verschwinde mal lieber. Ist mir auch lieber. Das Schiff können wir rennen, okay. Ist das hier die Art Garage? Kann es sein? Das bewegt sich da oben, also ein Vogel oder so. Ja, das scheint hier die... Ja, doch, das ist die Garage. Ui! Naja, okay, war nichts Überirdisches. War, glaube ich, nur ein Vogel oder so. Pille nehmen, ja. Also, so wie sie manchmal drauf ist, sind die Pillen auf jeden Fall eine gute Lösung. Patient, Briar, Felicia. 20 milligrams fluoxetine, tabs. Instructions, take twice daily with water. Dr. Richard Briar. What kind of doctor prescribes to his own wife? Ach, das ist auch gar nicht unser Haus, sondern das ist das Haus des Doktors. Und der hat die Pillen verschrieben für seine eigene Frau, okay? Aber wir scheinen hier auch mal gewohnt zu haben. Hey, okay. Mein Englisch ist wieder on point, man merkt es. Aber ich denke mal, das ergibt sich ja aus der Geschichte die ganze Zeit dann. Wenn wir hier weiterkommen. Oh. New text message from Serge. Hey, about to board, what's up? Not angry, just concerned. Look, I need answers. I just got here and this shit's messed up. I'm onto something. And I'm starting to think I'm having these nightmares for a reason. Message sent. Okay, sie hat ja, sag ich mal, die ganzen Albträume hat sie eben gesagt, deswegen will sie das hier mal erkunden. This place feels different. Aber ich muss sagen, für mich wäre das überhaupt nichts an ihrer Stelle. Würde ich dann lieber die Albträume haben, aber das hier nicht auflösen. So, hier konnten wir vorhin nicht lang. Da war alles zu. Wir haben keine echten Nachbarn, also die einzigen Leute, die wir getroffen haben, waren in lokalen Märkten. Brief Interactions. Felicia und ich sind irgendwie einfach oder so? Ah, hier ist eine Puppe. Ist sonst noch irgendwas, was wir einsammeln können? Sieht so aus. Ach nee, oben ist das grün. Ich wollte gerade sagen, es sah so aus, als wenn dahinter irgendwie noch ein Raum ist. Aber wer weiß, vielleicht ist ja hier irgendwie noch was. Naja. Okay, wir haben die Puppe eingesammelt und gehen erstmal nach oben. Keine Ahnung, was man damit machen muss. Ach, hier sind wir ja draußen gewesen, ne? Hier schließen wir mal die Tür. Ich glaube, hier müssen wir nicht mehr raus. So, hier ist ja die Küche. Genau. Das Erinnerung erneut auslösen? Nee, das machen wir nicht. Das haben wir ja schon gemacht. Okay, wir gucken jetzt mal, ob die Tür auf ist. So. Also quasi die Tür dahinter. Die müsste das jetzt sein. Oh! Die war vorhin zu. Die geht natürlich jetzt auf. Der Geist uns was sagen will, oder? Super.
Ah, hier können wir die Pillen platzieren. Das ist ja gut. Können wir damit noch was machen? Nee. Okay, hier machen wir auch noch nicht. Oh. Da hat einer Feueraugen gemacht. Ist jetzt einmal nicht das Schlechteste. So, was haben wir hier? She's so perfect. It's almost like she's hard to look at. My eyes. Babyflasche. Can't focus. I should probably tell Richard. Okay. Sagt sie zu dem Feuer auch was? Nee, ne? Mit Delphi scannen. Delphi, text to speech. Nancy Chang's Chinese cuisine. Nancy Chang's. Dann legen wir die mal zurück. Die haben wir jetzt gescannt. Das spiegelt sich irgendwie in Treppenhaus wieder, ne? Okay, hier können wir uns auch wieder verstecken. Ah, ab jetzt ist es wohl sinnvoll, sich zu verstecken. Oh, wie habe ich das gehasst, ey? Oder wie werde ich das hassen? So. Gucken wir mal, das kann ja nicht alles gewesen sein hier. Ist auch noch eine Tür. Boah, das ist immer ein Riesenhaus. Ah, hier ist das Treppenhaus. Wo sie... What the hell does a rope, a ticket, and a goddamn apple have to do with anything? Why that? Why those items? Nothing stops the insects. They are utterly ruthless in their lust. Okay, Dr. B, what interests you? Freischalten. Is a key code. Gotta poke around some. Laws of nature are inexorable. Dose 2. The imipramine has caused vomiting and patient's hysteria has returned. Moving forward with a combination of monoamine oxidase inhibitors and tricyclic antidepressants. Okay, jetzt muss ich aber trotzdem nur mal wissen. Wo bekomme ich... Jetzt zeigt es wieder rein. Wo bekomme ich das den Code für das Schloss her? Let's see here. Dose 1, 50 milligrams of imipramine, along with 100 milligrams of morphine for pain. Patient is woozy, but not hysterical. We'll maintain dosage tomorrow. Okay. Das sagt mir ja erstmal nichts. Also er sprach zwar von 15 Milligramm und von 100. Braucht aber eine vierstellige Zahl. Okay, der siebte Sinn zeigt auf jeden Fall die Richtung hier. Oh. Und das kleines Mädchen. Oh, das heißt, wir müssen hier lang. Oh, man. I suddenly don't feel so good. The patient is taken to seclusion and doesn't seem to understand her surroundings. This, I think, may be for the best. I will monitor this situation closely before making any more hasty decisions after last time. Still, she needs her medicine and she leaves her pills on her tray each night. She doesn't understand that she needs to get well for herself and for the baby.
I must take matters into my own hands for both their sakes. Matters into my own hands? Okay, ich habe gedacht, dass er wenigstens mal den Code erwähnt oder so für den Tresor. Aber das ist nicht der Fall. Oh, Metalltreppe. Mit Delphi-Scan. Delphi, text to speech. The only star I can really seem to hone in on is IC-2118. A fave, to be sure, but dot the stars are just wrong here. The worst part is that Felicia agrees. IC-2118. I wonder if 2118 would work. Okay, das wird wahrscheinlich unten der Tresor sein, ne? The only star I can really seem to hone in on okay. is IC-2118. A fave, to be sure, but dot the stars are just wrong here. The worst part is that Felicia agrees. So. Ist hier noch irgendwas? Ne. Also, wir merken uns mal 2118. Ah, das ist grün, aber es löst keine Erinnerung oder so aus. Hm, vielleicht später. Also, sie muss ja irgendwie ein Baby gehabt haben. Und brauchte Medikamente, wenn ich das so richtig übersetze. So. Oh. Sleep with us, Danny. Sleep with us. Mal weg ist er. Ich glaube, hier war das doch, oder? Nee, hier ist ein Badezimmer. Oh, hier schon drin? Kleiner Funfact. Geht drauf fast in jedem Spiel. Toilettenspülung. Und was man auch immer nehmen kann oder machen kann. Oh. Ist Wasserhähne ganz oft in so einen Spielen, dass man die anmachen kann. Ach genau, hier war das, glaube ich, ne? Oder? Nee. Ach hier, genau, hier müssen wir lang. Der siebte Sinn hilft uns ja Gott sei Dank immer. Oh, was läuft da denn Schönes im Fernsehen? Okay. In dem Raum ist das drin, okay. So, und jetzt ist da irgendwie sich da wieder was geändert. Hier können wir uns wieder verstecken. Verlassen. Ausgemacht. Hier können wir uns verstecken. So, aber wie kommen wir jetzt nochmal zu diesem komischen Pillenschrank? Wo denn? Hier lang? Gehen wir mal hier lang und schauen, ne? Jawohl, hier ist er. Just a shot in the dark. So. But I wonder if that star the good doctor was referring to might be it. 2 1 What was it again? 1 8 Oh, hat funktioniert. But can't I go in anymore? I know my fingers fumble keys and sometimes I'm a little slower than before, but you can't keep me prisoner in this house, in this body. I don't want any more pills.
Room Key Card. I don't like where this is going. Kommen wir denn jetzt hier durch? Nö. Müssen wir wahrscheinlich hier lang, ne? Jawohl, hier geht's lang. Schlüssel benutzt. Ist aber ein unheimliches Haus, muss man noch dazu sagen. Hier kann man sich wieder verstecken. Geile Mucke, gefällt mir. Automat nutzen. Das hört sich an wie Mario. Hier sollen wir durch. Oh. Schon wird alles abgespielt. Found one of Felicia's paintings today. Well, I did in fact encourage her to take up this new hobby after seeing this piece. Well, it sickened me. Gehen wir mal hier durch. Delphi-Scan. Delphi, text to speech. One. Some kind of woman. Somehow connected to the tree. Two. Other people, seemingly unrelated. A 1940s housewife. Could this be Betty? Hmm. Some man with a mustache. Three. That song. Four, the noises. Five, misaligned chakras. Was she having visions too? Everything's fine now. I'm fine. Sandy's fine. Won't you come back and sleep with us, Richard? Daddy. Irgendwie nach oben, ne? Genau. Ja. So, dann schauen wir mal. Also, wo geht's hier weiter? Können wir uns wieder verstecken? Wir müssen, wenn ich das jetzt richtig sehe, nach da oben. Ja, ein bisschen bewegen hier. Diese Spieleautomaten, da weiß ich auch nicht, was die, ob die irgendwas bringen oder so. Nee, ne? Das hier ist ja auch noch eine Tür. Hier waren wir auch noch nicht drin. Das ist natürlich hier eine Treppe.
So, können wir uns auch wieder verstecken. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier links um die Ecke. Hier ist ein Frosch. Spielzeug aufnehmen. Fine, fine. It's from my favorite book growing up, The Princess and the Frog. My mom said she always caught me by old stinky ponds and wetlands looking for my future. I always called you a killer frog, Felicia. Okay, das war nur eine Erinnerung. Was ist das? Hier ist es auch grün. So. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich hier lang. Wenn ich Steuerung drücke, genau. Zeigt er halt immer hier. Kristall nehmen. First the sagebrushes, now this. How does malachite crack? It's supposed to protect me and the baby. How does a gem inside a silver setting just shatter like that? So. Oh, ist der Kristall geplatzt oder? Aufheben, Solarium Key. I know how to raise my baby. Give me the goddamn key to the playroom. Where is it? I don't need the pills anymore and I don't need you watching my every move. Can't you tell? I haven't taken them in days. Ich vermute mal. Ah, das wird wieder hier unten sein, die Tür, ne? Das, wir müssen bestimmt wieder runter. Jo. Oh Gott, ey, man sieht immer hier so schlecht. Okay, da lang. Okay, hier waren wir noch nicht. Schlüssel benutzt. Ist natürlich auch wieder ein riesiges Haus, ne? Unglaublich. Oh, was ist das? Das sah aus wie so ein Voodoo-Tisch, wie so ein Voodoo-Ritual mit irgendeiner Geisterbeschwörungspuppe oder. Ich hab so das Gefühl, die Räume sind natürlich auch größer. Aber es wird hier immer dunkler. Point. We're gonna need to talk about this. Oh. Tabletten. I don't understand. Also von der Verpackung her würde ich sagen, sehen die aus wie Ibo 600 oder so. Or the house. I don't know how he's doing it. I don't know how he's doing it. I don't know how he's doing it. I don't. So. Ah. Hier ist der weiße Rahmen. Leinwand berühren. Mal gucken, was passiert. I've taken none of his prescriptions. I still see it. Oha. Da ist der Baum, okay. Ja, der Baum spielt irgendwie eine besondere Rolle aus unseren Albträumen. So, Erinnerung erneut auslösen? Nee. Es funktioniert auf jeden Fall nicht mehr die Steuerungstaste. Wo er ja eigentlich immer. Also wenn ich Steuerungstaste gedrückt habe, dann wurde ja einmal der sechste Sinn angezeigt. Funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen hier irgendwas finden.
Hier ist noch eine Tür. Und die ist aber zu. Gucken, ob wir hier noch eine Tür finden. Betty, why am I still seeing it? Oh Gott, ey. So eine Mischung aus Albtraum und Wahrnehmungsstörung, was sie hat. Ist eine Tür? Können wir die öffnen? Oh, das sieht aus wie eine Art Gummizelle oder so. Genau, sehr gut. Keine Angst zeigen. Oh. Na, ein Ort zum Verstecken. Ah. Tür öffnen. Tür öffnet sich nicht. So, Tür zu. Sehr gut. Jetzt haben wir uns versteckt. Frage, was machen wir? Bleiben wir hier drin? I think the coast is clear. Jo. Jetzt können wir entkommen. Sehr gut. Ah, die Tür ist jetzt auch auf. Oh, wieder was zum Abhören? Was? April 2nd. Patient is
Oha. No, no, not fire, not here. No, 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 not the baby. Gotta move fast. Das ist sogar Brandstiftung hier, ne? I need a fire extinguisher. Okay, wir brauchen einen Feuerlöscher. Okay, das wird wahrscheinlich dahinter sein. Noch weiter, also hier. Noch weiter. Feuerlöscher brauchen wir. Ah, hier ist der Feuerlöscher. Put out. Wait a minute, don't hang up. I'll call you back. Nicht hier lang? Ah, da ist es. Ich hoffe, wir können es löschen. So, jetzt haben wir einen Feuerlöscher eingesammelt. Gibt es denn auch ein Inventar irgendwie? Halt. Messages. So, hier sind nur Nachrichten. Phone. Messages. Phone. So, jetzt kommen wir hier aber nicht weiter. Warum eigentlich nicht? Müssen wir irgendwie das Feuer löschen. So, gucken wir mal. Y, X, C, V, B, N, M, Ö, L, K, Q, E, R, S. Das Einzige, was wir noch haben, ist der Tabulator. Okay, vielleicht muss ich hier einfach mit der Maus mal ein bisschen weiter gucken. Ah. Alles klar. Super. Das haben wir doch hinbekommen. Geht's auch wieder nach oben. Man sieht hier aber auch wirklich gar nichts, ey. Das ist ja unglaublich. So. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Tisch, hier haben wir einen Stuhl. Von da sind wir gekommen. Hier geht's einmal runter, hier rum. Hier ist das Geländer. So, hier ist ein Stuhl. Hier ist ein Tisch. Ah, hier ist der. Patient showing signs of progress. She is accepting the switch to bottle feeding and is no longer. Wait a moment. What's that? I must be hearing things.
Need more sleep. Hello? What's that? Who's there? Mal, Wahnsinn, was ist das für ein Haus ist, wie groß das ist. Something burning? Felicia! No, this is how it ends. Fucking house! It made Felicia burn her family alive. Why is it tormenting these poor people? I thought I was supposed to fix it. To stop it. Okay, hier hat's gebrannt. What am I even doing here? I don't understand. Ja, das war auch vielleicht eine Fehlentscheidung, sich da für das Haus zu interessieren. This is all wrong. I gotta get out now. Geht's hier eigentlich weiter? So. Das, was angezeigt wird hier. Kann man hier irgendwas öffnen? Nee. Kommt man hier irgendwie weiter? Nee. Weil das Problem, was ich hier sehe, was er hier anzeigt, der scheint ja oben zu sein. Oder ist das unten? So, da kommen wir aber nicht weiter. Also wir müssen wieder runter. Und gucken, dass wir da irgendwie hinkommen. Okay. Okay, wenn wir da gucken, müssen wir nahe lang. Ah, alles klar, dann klappt das sogar von der Ebene her. Ich hätte gedacht, das Ganze wäre oben. So, hier ist ein Badezimmer. Das heißt, hier ist, sind wir noch nicht richtig. Und so hier lang. Dann... Ah, hier ist die Tür. Oha. Hier wächst alles zu. Das heißt, das Haus lässt uns nicht frei. Alter Schwede. Stellt euch mal vor, ihr seid in so einem Haus, so eine Art The Lost Places, wo ihr irgendwie aus irgendwelchen komischen Gründen immer von träumt oder angeblich eure Kindheit verbracht habt. Dann kommt ihr zurück und dann passiert euch sowas. Heftiger Scheiß. This doesn't sound good. Goodbye, mister. Shit! The rope. I need to head back there, stat. Okay. Hang on, Felicia. I'm coming. Tja, hier kommen wir aber nicht weiter, ne? Okay. Ach, wir müssen zu dem Seil. Hier geht's lang. Hier ist das Seil. I'm off to visit with a girlfriend.
Ach du Scheiße, sie hat sich das Leben genommen. Felicia, why? What happened? It wasn't your fault. None of this was your fault. Hm. Why are you doing this? What the hell is the point of any of this? Ja, das haben wir auf jeden Fall gelöst, ne? Also das mit dem Seil. Oh, hier ist der Baum. Why? Down in the marketplace, I spied a spry old man handing her this locket. It was inscribed, "Thy healing fingers hath my eternal gratitude." Imagine my shock when he turned and I saw it was Erwin, the town cripple. And there was no cane in sight. Hier, jetzt haben wir die Kette. Was that? And who was she talking about? Kapitel 2. Das Ticket. So, Freunde, ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Haben das erste Kapitel durchgespielt und das zweite gucken wir uns auch gemeinsam an. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mal einen Daumen da, abonniert den Kanal. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Bis dahin.